Der HC Pustertal ist gegen den HC Asiago krasser Außenseiter. Zum einen konnten die Wölfe in den vorangegangenen Spielen nur selten überzeugen. Zum anderen haben sie die letzten 7 Spiele gegen den amtierenden Meister allesamt verloren. Der letzte Pusterer Sieg liegt ein knappes Jahr zurück. Am 20. Dezember 2012 behielt der HCP letztmals gegen Asiago mit 4:1 die Oberhand. Pustertals Trainer Mike Wasniak muss die verletzten Kyle MacLeod, Max Oberauch und Lukas Dauer sowie den erkrankten Thomas Erlacher vorgeben. Bei Asiago fehlt der verletzte Kevin De Virgilio. Dafür feiert Marc Zanet, der jüngere Bruder von Paul Zanet, sein Debüt. Nach einem anfänglichen Abtasten sind es die Südtiroler, die die erste Chance vorfinden. Dennis McCauley luchst Lane Ulmer die Scheibe ab und stürmt auf und davon. Im Abschluss lässt der US-Boy allerdings die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. Auf der anderen Seite verliert der fehleranfällige Darcy Campbell den Puck an Paul Zanet, der Dave Borelli bedient. Jean-Sébastien Aubin kann die Scheibe nicht festhalten und Lukas Krepatz kratzt sie von der Linie. Einige Asiago-Spieler jubeln bereits und fordern den Videobeweis. Doch der Puck hat definitiv nicht die Torlinie überquert. Nach 13 Minuten ist es erneut Campbell, der leichtfertig den Puck verliert. Dieses Mal gegen Lane Ulmer, der Richtung Aubin startet und für den mitgelaufenen Sean Bentivoglio auflegt. Doch der Pusterer Goalie wehrt mit einem Glanzreflex ab. Kurz vor der ersten Drittelsirene sind es dann wieder die Wölfe, die für Gefahr sorgen. Patrick Bona sieht den freistehenden Armin Hofer, doch der Pfosten verhindert das 1:0. In dieser Situation wäre Torhüter Vincenzo Marozzi wohl machtlos gewesen. Zu Beginn des Mittelabschnitts agiert Asiago in Überzahl. Wieder ist es Bentivoglio, der im starken Aubin seinen Meister findet. Der Kanadier bleibt auch beim Nachschuss von Ulmer Sieger. Danach verflacht das Spiel zusehends. Campbell, gerade von der Strafbank zurückgekehrt, schickt nach 33 Minuten und 39 Sekunden McCauley mit einem Traumpass auf die Reise. Und der 28-Jährige behält die Nerven und tunnelt Marozzi eiskalt zum 1:0. Hier noch einmal der Alleingang von McCauley, der seine Torjägerqualitäten eindrucksvoll untermauert. Den Schlussabschnitt beginnt der HC Pustertal in Überzahl, weil sich André Signoretti noch vor dem letzten Seitenwechsel eine Strafe eingehandelt hat. Einen Schlenzer von Christian Söderström lässt Marozzi abprallen und erneut ist McCauley zur Stelle und schiebt aus kurzer Distanz zum 2:0 ein. Im letzten Drittel sind gerade einmal 27 Sekunden gespielt, als die Pusterer zum zweiten Mal jubeln können. Asiago reagiert umgehend, von Borelli zu Paul Zanet und dieser legt für den Aufgerückten den Sullivan auf. Der Nationalverteidiger trifft mit einer Direktabnahme zum 1:2. Nach 44 Minuten und 7 Sekunden ist das Spiel wieder offen. In der Schlussphase setzt Asiago alles auf eine Karte. Marozzi macht für einen 6. Feldspieler Platz. Weil Giulio Scandella auf die Strafbank muss, bietet sich dem Meister eine 6:4-Situation. 3 Sekunden vor dem Ende kann Söderström befreien. Ryan O'Mara stürmt auf und davon und trifft zum 3:1-Endstand ins leere Tor. Danach ist Schluss. Und der HC Pustertal steht zur Freude der mitgereisten Fans als erster Finalist fest.